schauen, wie reagiert mein Pferd. Wenn ich natürlich jetzt der Lexus schon der Meinung wäre, er müsste mal hier seine Meinung mit ins Boot werfen, wo wir hinlaufen, und er würde mich anrempeln, umrennen und sagen wir so, die höflichen Knicke-Umgangsformen nicht ganz so beherrschen, dann brauche ich nicht ins Gelassenheitstraining gehen. Weil wenn er beim normalen Führen schon nicht nach mir schaut und mich umrennt und unhöflich und rüpelig ist, dann wird es halt, wenn wir den unter Stress setzen, echt nochmal schlimmer und gefährlicher einfach. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man einfach so ein bisschen hergeht und erstmal schaut, wie funktioniert das Ganze, wie ist mein Gegenüber. Dann können wir so ein bisschen führen und Folgen machen, dass ich einfach wirklich in engen Kreis gehe. Da sieht man, ich habe den Strick in zwei Finger. Lexus kommt trotzdem mit. Auch wenn ich ihn jetzt gegenrichte, wenn er weichen soll, tut er schön weichen. Das zeigt mir schon mal, dass ich es jetzt mit einem Pferdchen zu tun habe, was jetzt hier nicht gerade die Weltherrschaft erringen will. Aber das kann. Ansonsten bringen wir ihm das bei. Ein bisschen. Ich versuche das immer so ein bisschen körpersprachlich zu machen, dass ich nicht nur mechanisch auf das Pferd einwirke, also das heißt, dass ich nur am Strick schüttel oder irgendwas, sondern so würde ich hergehen, dass ich mich groß mache, dass das Pferd auf die Körpersprache reagiert. Jetzt habt ihr gemerkt, habe ich Energie aufgebaut. Jetzt war es ein bisschen viel Energie eigentlich für ihn schon, weil er schon gesagt hat, okay, alles klar, dann gehe ich komplett. Das zeigt mir wiederum, dass ich es mit einem sensiblen Pferd zu tun habe. Ja, wird anders reagieren, als wenn wir jetzt Pferd 5, 6, 7, 8 einfach mal hier rausholen. Jetzt schauen wir mal, was er sagt, wenn wir ihn einfach so ein bisschen um mich drum herum schicken. Dass ich mir die Schicken funktioniere. Fein. Guter Junge. Introvertiert, dreht so ein bisschen die Nase weg, ist so ein bisschen verhalten. Naja, und die Drama Queen wäre jetzt schon unterwegs auf dem Weg zur Alp. Also da wäre jetzt schon Polen auf. Wo wir sagen, das ist ja dann sehr lustig. Ich glaube, dass er ein Pferdchen ist, dass der Stress eher dann auch so ein bisschen nach innen mit sich ausmacht. Das ist so meine erste Vermutung. Und wenn ich jetzt mit denen starte, ich weiß auch nicht, ob das mit Lexus jetzt jemals gemacht worden ist, wir versuchen das jetzt. Wenn nicht, wenn wir merken, ich mache so einen kleinen Ballsack, dass ich den ganz, ganz klein mache. Und dann gehe ich an den neutralen Punkt des Pferdes. Und über die ganzen Jahre, die ich jetzt Pferde arbeite und, habe ich festgestellt, ist das einfach die Schulter. Ich kann mich am allerersten wirklich an der Schulter annähern und dann fange ich an, das Pferd an der Schulter überall abzurubbeln. Ich gehe auch nach unten und ihr seht schon, ich habe ihn jetzt relativ kurz, weil der kann natürlich jetzt auch eine Stressübersprungshandlung machen oder eine Abwehrreaktion aus Angst, was auch mal ein Tritt sein kann, dass er nach vorne springt und sagt, nimm das weg. In dem Moment würde ich ihn zu mir annehmen. Und dann geht der Po nach außen weg und ich erspare mir halt den schmerzhaften Tritt auf den Oberschenkel. Und schon gemerkt, oder nicht so gut verknüpft. Habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, wenn ein Pferd linksrum vorbeigeht, hat es manchmal rechtsrum etwas Probleme. Das liegt wirklich daran, weil sie es dann einfach auf dem rechten Auge noch nicht gesehen haben. Und dann legen wir da einfach los. So, den schön abrubbeln und man sieht schon, ja, der interessiert sich jetzt eher für den Freiberger da hinten als für mich. Kein Sichtschrecker haben. Also wir haben jetzt eher mit einem zu tun, der auch mal so ein bisschen Geräusche gruselig findet, aber da wächst er rein, kennt ja auch noch nicht so viel. Aber der macht das immer ganz auch. Und wenn ich jetzt rangehe, dann mache ich die Kleine, stehe die auf, dass ich nicht erst einen Riesenhindernis habe, wenn ich nicht rangehe. Gehe wieder an meine Schulter, gehe auf die Berührung, die macht zumindest kein Geräusch mit dazu. Das vielleicht lustig. Kommen die so wilden da hinten noch, ha?